Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 11, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Flurbereinigungsgesetz, Drucksache 19/1916 zu 5465 aus 19. Berichterstatter ist Abgeordneter Reif. Abgeordneter Reif ist Berichterstatter. Frau Präsidentin, ich entschuldige mich, dass ich nicht vorbereitet gewesen bin. Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung zum Gesetz der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Flurbereinigungsgesetz. Das ist die Drucksache 19/1465 aus der 19. Legislaturperiode. Beschlussempfehlung: Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landentwicklung empfiehlt dem Plenum einstimmig, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung anzunehmen. B. Bericht. Der Gesetzentwurf war dem Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung in der 122. Plenarsitzung am 12. Dezember 2017 nach der ersten Lesung zur Vorbereitung der zweiten Lesung überwiesen worden. Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung hat sich zuletzt in seiner Sitzung am 18. Januar mit dem Gesetzentwurf befasst und den unter A genannten Beschluss gefasst. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Es wurde vereinbart, ohne Aussprache zu beraten. Dann lasse ich über den Gesetzentwurf und die Beschlussempfehlung abstimmen. Wer ihr seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Damit ist dieser Gesetzentwurf einstimmig angenommen und zum Gesetz erhoben.